Also für mich als Wissenschaftler, Sprachwissenschaftlerin, ist die Zweisprachigkeit, die Fähigkeit, zwei oder mehrere Sprachen in verschiedenen Situationen, Kontexten mit verschiedenen Leuten zu benutzen. Es könnte zwei Lautsprachen, eine Lautsprache mit Gebärdensprache, eine Lautsprache gesprochen und in schriftlicher Form, egal was. Aber es ist diese Kommunikationsfähigkeit in zwei Sprachen sich auszudrücken und anpassen an bestimmte Situationen. Alle Zweisprachige, eine In-Out, also wir und diese. Das hast du schön gesagt, Kim. Würden Sie das rezitieren? Würden Sie Ihr... Gut. Oder man zeigt auf etwas und man macht einfach... Wir sind heute hier wegen unserer Tochter, Marina Simeon, sie ist 7,5-jährig. Durch ihr sind wir auf den Fleckenspiel gestoßen und wir sind jetzt eigentlich auch schon das vierte oder fünfte Mal dabei. Wir konnten wieder viele gute Erfahrungen wieder mitnehmen von diesen Fachvorträgen, was so Kompetenz, Gebärdensprachenkompetenz, Gebärdensprache, was die Gebärdensprache für Vorteile bringt, die Chancen der Gebärdensprache. Dazu hören ist für uns eigentlich sehr wichtig. Der Austausch mit Eltern und den Fachpersonen ist sehr wichtig, weil wir vor 4 oder 5 Jahren für den bilingualen Weg entschieden haben. Und deswegen ist dieser Austausch, aber auch die Input von den Fachpersonen uns sehr wichtig. Benutzt. Und es stimmt schon, wie du erwähnt, lernen können. Aber heute ist es. Großeltern und gehörlose Kinder, dass man sieht oder hört und es schon, und dass ich das erkläre in Gebärdensprache, das war gar nicht. Die Gebärde gesehen und gemerkt. Einfach weg, zum Beispiel. Kann auch. Also klar, auf der einen Seite ist die Hautsprache, aber eben auch drei. Finde ich, wäre auch für Eltern Einführung passiert gegen Hören und sagen, benutzt doch. Aber du wolltest nicht. Ja, okay. Das ist das.